Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es knüpft unmittelbar an die Diskussion von vorhin ab. Wenn wir unsere Bürger und Bürger fragen, wie der Zustand unseres Landes ist, dann werden wir derzeit kein gutes Ergebnis bekommen. Das Gefühl ist, dass Deutschland tiefer und tiefer in die Krise schlittert. Und diesmal nicht nur von außen, von Ereignissen wie Kriegen beeinflusst, sondern auch von innen aus. Wir haben derzeit eine veritable Staatskrise und die ist schon verursacht worden mit durch die aktuelle Bundesregierung. Selbstverschuldet mit Ansage durch das Bundesverfassungsgericht klar dokumentiert. Vorhin hieß es von Herrn Schmidt, wir haben alles abgearbeitet. Würde man viele Menschen fragen, stellt sich die Frage, ob abarbeiten oder abgearbeitet richtige Wort wäre oder eher abgewirtschaftet. Die Schuldenbremse ist richtig und notwendig und die Einführung und die Umsetzung der Schuldenbremse hat dazu geführt, dass wir über viele Jahre gut gewirtschaftet haben in Deutschland und dann in der Lage waren, Krisen wie Corona zu meistern. Und sie gibt Möglichkeiten, die Schuldenbremse damit umzugehen und auf Herausforderungen zu reagieren. Das wurde übrigens auch in der schweren Zeit dem Bundesfinanzminister gesagt. Aber zum Teil aus Überheblichkeit hieß es dann, nein, das tun wir nicht. Wir machen andere Dinge und dann kam es zu den Taschenspielertricks, die am Ende vom Bundesverfassungsgericht anders entschieden wurden. Jetzt, unsere Präsidentin neu gewählt, hat er gesagt, wir sollen gemeinsam Segel setzen. Das wäre gut. Wir wollen aber nicht gemeinsam Schiffbruch erleiden. Entscheidend ist jetzt, jetzt wird eine neue Notlage aufgerufen. Dies ist aber nicht die Notlage Deutschlands, sondern die Notlage der Finanzpolitik und der Ampel. Ich habe keinen Triumph geheult, das sage ich ausdrücklich, weil es braucht Lösungen. Alles, was passiert, geht zu Lasten unseres Landes, geht zu Lasten vieler Menschen, der Wirtschaft und am Ende vielleicht auch zu Lasten der Demokratie. Ein erstes Opfer ist jetzt das Thema Gastronomie. Speisen, Lebensmittel werden teurer, und zwar ganz deutlich. Für Gastronomie, für Tourismus ist es ein Riesenrückschlag. Für Familien, für den Mittelstand ist es eine enorme Steuererhöhung. Ich halte diese Steuererhöhung in der Krise für absolut falsch. Essen ist doch eh zu teuer in Deutschland. Viele Menschen können sich Essen nicht mehr leisten. Manche gehen zu den Tafeln, müssen zu den Tafeln gehen, die großartige Arbeit leisten. Und unsere Gastronomie hat es gerade erst so langsam wieder geschafft, nach dem schwierigen Thema Corona etwas wieder an Stabilität zu gewinnen. Jetzt diese Steuererhöhung auf 19%, eine fast Verdreifachung der Mehrwertsteuer. Steuererhöhungen in der Krise sind das fundamental falsche Signal, dass ein FDP-Finanzminister in einer Krise Steuererhöhungen macht, ist zumindest einzigartig in der jüngeren Geschichte dieser Partei. DEHOGA, der Verband, der Gaststättenverband, sagt, bis zu 12.000 Schließungen vor allem vieler kleiner Wirtschaften findet statt. Das trifft den Mittelstand, das trifft viele kleine Wirtshäuser in den ländlichen Räumen. In den Innenstädten würde es zu einem nicht Belebung, sondern zum Gegenteil führen. Wenn man sich das nochmal überlegt, Preise, die teurer werden, können sich sicher viele Vermögende leisten. Da wird dann manchmal etwas lächerlich in den Medien gehen, dann ist das Schnitzel halt ein paar Euro teurer. Das mag für viele, wie hier im Raum, kein Problem sein. Aber für ganz viele Menschen und Familien ist das eine Grundsatzentscheidung. Mache ich das? Nehme ich das an? Kann ich mir das noch leisten? Und wenn man dann noch die Ungerechtigkeit sieht, dass die ja schon vorher da war, bei Takeaway, bei Liefer, bei Drive-In, so toll man Fastfood finden mag, ich gebe zu, auf manchen langen Fahrten passiert uns das ja manchmal als Politiker. Warum ist da eine Sondersituation und wird es besser gestellt? Und im anderen Bereich der Gastronomie, im anderen Bereich der Hotellerie wird jetzt wieder der alte ungerechte Zustand herbeigeführt. Und was ich besonders bedauerlich finde, es sind Versprechen gebrochen worden. Der Bundeskanzler selbst hat ein Versprechen gegeben, der Bundesfinanzminister hat ein Versprechen gegeben. Wenn ständig Versprechen gebrochen werden, ohne Anlass, dann schadet das der Demokratie. Deswegen wollen wir das nochmal, wir werden es ja dann auch im Vermittlungsausschuss, sollte es jetzt hier keine Mehrheit geben, auch dann weiter diskutieren. Wir glauben auch, dass das für Getränke wichtig ist. Und wenn man sparen will, das Argument heißt 3,5 Milliarden würden fehlen, mal so nebenbei bemerkt, diese Summe wird nie erreicht werden, weil in der Gastronomie gar nicht mehr genügend Steuern erwirtschaftet werden. Diese Summe wird nicht annähernd erreicht werden. Da könnte man aber andere Signale setzen, vom Heizgesetz, vom Bürgergeld. Oder ich weiß jetzt nicht, was der Bundeskanzler in wenigen Minuten im Kanzleramt sagt. Zum Beispiel ein Kanzleramtsbau von fast einer Milliarde, den kann man doch schieben und dafür lieber Menschen ein billigeres und günstigeres Essen ermöglichen. Das wären übrigens auch Signale, die unsere Bevölkerung versteht. Deswegen aus unserer Sicht, und Tausende von Existenzen sind betroffen in ganz Deutschland, das ist nicht nur für ein
Tourismusland wie Bayern wichtig, nicht nur für ein Tourismusland wie Mecklenburg-Vorpommern und viele andere, sondern es ist für ganz Deutschland so. Es ist ein wirklich unfaires, schnell dahin getanes Moment. Und ich finde es auch nicht gerechtfertigt zu sagen, naja, das ist der Normalzustand, der wird wiederhergestellt. Es war vorher schon ungerecht. Und deswegen, Opfer sind Familien, Opfer sind Mittelständler, Opfer werden ländliche Räume sein. Und deswegen finde ich dieses Verfahren unfair falsch. Und deswegen wäre unser Antrag, das zu ändern, und zwar grundlegend zu ändern. Und wir bitten da herzlich um Zustimmung. Ja, besten Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung. Es ist beantragt, bereits heute in der Sache zu entscheiden. Wer für die sofortige Sachentscheidung ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das wackelt hin und her. Bitte die Hände ein bisschen oben halten. Jetzt hilft uns die ganze Elektronik.